So, der Rechner ist jetzt hochgefahren und die ersten Schritte leite ich jetzt gerade hier ein. Jetzt habe ich mir so ein kleines Spickzettel gemacht, welche Schritte ich als erstes durchführe. Diesen Befehl hier ausführen, Install Update und Install Upgrade, das ist auch erledigt. Genauso wie OBS Studio installieren über diesen Befehl. Jetzt starten wir quasi gemeinsam bei diesem Punkt hier ein. Also ich installiere mal dann ganz gerne dieses GNOME Tweak Tools. Dazu öffne ich ein Terminal, Steuerung Alt T zum Beispiel und führe diesen Befehl hier aus. Ja, habe ich verkehrt eingegeben, dann probieren wir es nochmal. Ja, das hat schon mal funktioniert. Damit hätten wir jetzt auch das Tweak-Tool installiert. Das können wir sofort starten. Das geht am besten über Optimierungen. Einfach nur OP eingeben, dann haben wir hier die Optimierungen. Das wäre quasi jetzt dieses GNOME-Tweak-Tool. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Also oft macht man das ja eigentlich auch nicht. Obere Leiste zum Beispiel, Wochentag. Habe ich immer ganz gerne Sekunden nicht und im Kalender will ich auch die Wochenkalender will ich auch wissen. Akkuladezeit in Prozent finde ich eigentlich auch immer vorteilhaft. Und das war es erst einmal. Ich werde nachher noch Dash2Doc installieren. Jetzt installiere ich noch HTOP, weil ich teste mal eben, ob HTOP vielleicht schon drin ist. Nein, ist noch nicht. Genauso wie ScreenFetch und NeoFetch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mein ScreenFetch und NeoFetch sind eigentlich ziemlich gleich. Ich sollte es auch richtig schreiben. Hier habe ich einen kleinen Tippfehler drin. Jetzt sollte der Befehl funktionieren. Ja, wollen wir. Können wir so ein bisschen groß machen. Na gut, sieht man auch nicht viel mehr. So, damit hätten wir ScreenFetch und NeoFetch installiert. Wollen wir mal sofort starten. Screen Fetch, ScreenFetch, also ähnlich. So, was haben wir denn hier? Kann man hier ein bisschen größer machen? Ja, einmal ganz kurz gucken. Ja, machen wir ein bisschen größer, ne? Damit ihr auch ein bisschen was seht. So, ich habe hier ein Ubuntu 2004. Kernel 5.8. Was wäre noch interessant? Pakete, ja, die Auflösung ist ja Full HD. Gnome 3.36. Die Mutter als Window Manager. Thema, was haben wir hier noch Interessantes? 11. Generation Intel Core i7 mit 8x4,7 und mit 64 GB RAM. Grafikkarte, das ist die ja, XE, das ist die integrierte neue Intel-Grafikkarte, auch Iris genannt. Und jetzt machen wir mal NeoFetch. Was sagt der mir? Im Endeffekt das Gleiche. Ich glaube, hier waren so ein, zwei Sachen, die etwas anders waren. Genau, GPU ist jetzt hier Intel-Devise einfach nur. Anstatt XE, sagt er mir. Ach ja, das finde ich auch noch interessant, dass hier sofort der Rechnername drin steht. Das ist bei ScreenFetch ist es nicht der Fall. Und hier sagt er mir den Host, also den Rechnername, zeigt er mir an. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Und noch so ein kleines Testbild dabei. Ob man da braucht, keine Ahnung. Und natürlich HTOP ist ja allgemein bekannt. Hat man auch noch mal so einen kleine Übersicht über die ganzen CPUs. Hier haben wir vier, hier haben wir vier. Ich würde auch mal interessieren, der Swap, wie der eingestellt ist. Oh, nur 7,8. Ich weiß auch noch gar nicht, ob Swap als Auslagungsdatei von Tuxedo eingerichtet wurde oder klassisch als eigene Partition. Da könnte ich ja eigentlich mal gparted zu aufrufen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Terminal schließen, ja.
Geparted ist noch nicht installiert. Okay, dann wollen wir es mal eben installieren. Ach, jetzt sind wir auf klein gegangen hier. Machen noch ein bisschen größer. Sudoap install geparted. Geparted, da haben wir es doch. Ja, ist schon installiert. Das ist doch. Was natürlich schon installiert ist, hätte mich auch gewundert. Sonst hat man mal so einen kleinen Überblick über das System als solches. So, wie sieht es bei mir hier aus? Ich habe ein zweigeteiltes System. Einmal eine Windows-Partition und eine Ubuntu. Mich würde mal interessieren, wo Swap ist. Swap, ah ja, hier ist Swap. Hat er als eigene Partition installiert, das finde ich gut. Viele sagen zwar, eine Auslagerungsdatei würde reichen, aber ich bin da doch eher ein bisschen klassisch drauf. Gut, das hätten wir schon mal abgecheckt. Hier als nächstes wären meine ganzen Multimedia-Programme, die ich benutze, wie Kden Live, Shotcut, OpenShot, Audacious, Audacity, VLC, Rhythmbox und EasyTac. Das werde ich als nächstes installieren. Dann meine GPS-Programme, Viking, QMacCheck. Und hier sind noch ein paar nützliche Tools, die ich noch installieren werde. SSH habe ich jetzt schon installiert, da bin ich schon ein bisschen vorgegriffen. Und das kommt dann noch dconf, finde ich sehr wichtig. Und für mein Heimwerk-Netzwerk auch hier dieses Remina. Nextcloud für meine Datensicherung. Ja, Evolution, GIMP, Krita, Paint und PDF Shuttle. Das sind auch sehr interessante Programme. Hier wäre meine, wenn ich mal zocken will, ein paar wichtige Programme. JS-Test, GTK, das ist, um den Joystick zu kalibrieren. Ja, und VirtualBox, wenn ich da mal irgendwie eine andere Distro aus abchecken möchte. Ja, ich fange mal hier mit dem Multimedia-Gedönse hier an. Also das sind jetzt hier so die Hauptprogramme, die ich eigentlich immer benutze. Und da wird bestimmt im Laufe der Zeit das ein oder andere Programm noch hinzukommen. Aber so möchte ich erstmal starten. Das ist quasi mein Grundsystem. Jetzt halt wieder hier rumrödelt. Können wir einmal ganz kurz gucken, was überhaupt von Anfang an bei Tuxedo mit installiert wurde. Gut, das Kartenspiel kann weg. Aktualisierung ist klar. Ja gut, Brasedo, ein Rennprogramm, brauche ich in dem Sinne nicht. Cheese, oh ja, Cheese ist sehr interessant, das können wir mal eben testen. Hallo, das bin ich. Einen wunderschönen Gruß an die Linux-Gemeinschaft. Ja, das wäre meine Frontkamera. So schaut es aus. Qualität scheint da ganz passabel zu sein. Also die funktioniert auch schon mal. Ja, dieses Discover sieht hier auch sehr interessant aus. Das ist so eine Art Softwareprogramm, wo man auch Software installieren kann, sehe ich gerade. Alles schön gegliedert und schön in Kategorien aufgeteilt. Finde ich gut. Okay, besonders viel ist jetzt hier nicht drin. Ach nee, hier geht es noch weiter. Brettspiele, etc. Gut, das werde ich mir auch mal in Ruhe mal anschauen. Vielleicht entdecke ich hier die eine oder andere Software noch, die ich noch gar nicht kenne. Ich denke mal, es wird so eine Standard-Software sein, aber ist ja egal. Ich werde auf jeden Fall auch mal in Ruhe hineinschauen. So, sind meine Multimedia-Programme alle installiert? Machen wir mal kurz einen kleinen Check. EasyTag ist drin. Wunderbar, läuft. Dann haben wir noch installiert. HTOP ist drin. Kden Live ist drin. OpenShot ist drin. Ja, was haben wir noch installiert? Rhythmbox ist drin. Remina ist drin. Ja, Shotcut ist drin. Ja, herrlich. Hat doch schon mal prima funktioniert. Jetzt geht's weiter mit meinen GPS-Programmen. Installieren wir auch Viking. Ja.
QMAC-Check und GPS Prune. Ja, bei der Gelegenheit kann ich auch mal ein bisschen aufräumen, zum Beispiel dieses Hilfe. Kann mal ganz dezent verschwinden. Weg. Was haben wir noch? Den Firefox. Der kann auch mal ganz dezent weg. Ja, ich habe nämlich auch schon Chromium installiert. Und den nutze ich am liebsten. Zufügen, zack, dann ist der jetzt auch hier drin. So, was macht denn mein Viking? Man kann auch einfach eingeben. Viking, 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 jawohl. Was ist das? Do you want to... Ja, möchte ich. Ja, das passt. Dann kann man sich hier eine Karte auswählen. Als Beispiel automatisch herunterladen. Dann sollte eigentlich hier eine Karte erscheinen. Genau, das sieht doch sehr gut aus. Was habe ich noch installiert? QMAC-Check. Mehr finde ich jetzt nicht. Einfach mal ein Q eingeben. Da ist es. Prima. Weiter geht's. Weiter geht's mit meiner Liste. SSH kann weg. Habe ich vorhin schon installiert. Remina und Nextcloud. Auch das funktioniert. Evolution. Ich weiß gar nicht, ob Evolution schon installiert ist. Nee, ist nicht. Evolution haben wir noch nicht. So, machen wir auch einen Abwasch. Ja, einfach Enter drücken und den Rest lassen wir erstmal. Ja, das war es erstmal mit den Basics-Programms. Ach komm, die installieren wir auch noch. Was wir haben, dann haben wir. Einfügen, Enter, ja. Ab geht die Luzi. Und dann können wir schon mal vorbereiten. VirtualWorks. So, es hat relativ lange gedauert. Jetzt kommen die letzten Pakete von meiner Liste. VirtualBox inklusive Guest Editions. Da habe ich als nächstes erstmal die Seitenleiste ein bisschen aufräumen. Oder weiter aufräumen. Und zwar Firefox, den schmeiße ich auch raus. Rhythmbox kann erstmal bleiben. Den Writer kommt auch weg. Was möchte ich hinzufügen? Und zwar einmal Evolution. Hinzufügen. Und dann kommt hier noch rein Terminal. Calculator. Den brauche ich öfters. Tipps anzeigen. Nein, Tipps brauchen wir nicht. Alles gut, alles gut. Version 6.4 sehe ich hier gerade. Dabei gibt es, glaube ich, schon 7. Aber ist egal. Ups, ich hätte natürlich auch andocken müssen. Den Calculator. So, jetzt ist er verewigt. So, jetzt fehlen mir hier noch ein paar Einstellungen zu Gnome Tweak. So, als nächstes möchte ich hier die linke Leiste ein wenig optimieren. Dazu brauche ich jetzt ausnahmsweise einmal den Firefox. Das geht auch über Chromium. Ja, da muss man irgendwie noch so ein Zusatz-Plugin installieren und da habe ich jetzt keine Lust zu. Der Firefox sollte doch irgendwo hier drauf sein. Ist er verschwunden? Nein, hier ist er. Ich bin nur blind. So, dann gehen wir in dieser Leiste. Geben wir in die extension.gnome.org hinein. Das muss ich ja einmal installieren, die Erweiterung. Ja, ausführen, erlauben. Genau, das ist wichtig, dass man das einstellt. Ich brauche dash to doc. Genau, den dash to doc, den möchte ich auf jeden Fall installieren. Oh. Welche Version habe ich? Meine, ich hätte die 3.36. Dann gehen wir mal in die Info. Und 3.36.8.
Gut, 3,36, ach, 3,36, ja, dann machen wir das so. Hä? Version? Da stand bei mir aber gerade was anderes. Nochmal, Info. Einstellung, Info. Hier steht aber 3,36,8. 3,36,8. Nehmen wir die. So, einfach auf On oder auf Installieren. Thema erledigt. Und schon sieht man, hat sich etwas getan. Desktop ist eigentlich ist schon genau so, wie ich es haben möchte, dass er automatisch verschwindet und die Leiste auch nicht mehr so groß ist, sich automatisch den Symbolen hier anpasst. Ja, das finde ich gut. Und dann fehlt mir hier oben auch noch etwas, und zwar möchte ich ganz gerne Clip-In, eine Zwischenablage haben. Ich glaube, Clip-It heißt das. Clipper. War das nicht Clip-It? Nee, wie hieß es nochmal? Clipboard-Indikator. Der war das, meine ich. Muss ich aufpassen, dass ich den richtigen erwische. War das der? Der sieht irgendwie anders aus. Nee, ich guck nochmal. Ich gebe einfach mal ein Zwischen. Ablage. Nee, kennt er nicht. Clip. Da müssen wir nochmal gucken, dass ich den richtigen erwische. Oder war das Clipper? Gucken. Nee, der war das auch nicht. Wo ist er denn? Jetzt haben wir kein Bild davon, ne? Komm, wir nehmen jetzt mal den Clipboard-Indikator, ob das funktioniert oder nicht, das werden wir gleich herausfinden. 3,36, dann haben wir gesagt 8. Gibt es nicht. Lassen wir einfach mal offen und sagen auf Installieren. Es sollte eigentlich hier oben, ist nicht. Vielleicht muss ich mich einmal abmelden. Und damit wäre meine Gnome-Erweiterung eigentlich auch beendet. Firefox brauche ich nicht mehr. Nachdem ich mich einmal vom Rechner abgemeldet habe und wieder angemeldet habe, ist jetzt hier die Zwischenablage dieser Clipboard-Indikator jetzt installiert. Kann man noch diverse Einstellungen machen. Verlauf können wir hier ein bisschen erweitern. Sagen wir mal 25. Genau. Und dann einfach über X die Einstellung verlassen. Der Vorteil ist, dass ich, wenn ich so bestimmte Befehle jetzt in die Zwischenablage tue, also bei Kopieren, nehmen wir mal diese zwei Befehle, dann kann ich die jedes Mal anwählen, welchen ich dann jetzt haben möchte. Und das finde ich eigentlich ganz gut und praktisch. So, was nehme ich bei mir immer noch vor? Ich ändere auch immer mein Hintergrundbild. Ja, und dazu müsste ich jetzt einmal auf mein lokales Netzwerk zugreifen. Jetzt habe ich über SSH, habe ich jetzt meinen Rechner schon mit dem Nautilus verknüpft. Und hier wären meine ganzen Dateien aus dem Keller-Server. Wir könnten jetzt mal irgendwie ein Bild nehmen. Ich sehe gerade meine externe Festplatte. Wird hier noch nicht angezeigt. Das machen wir mal eben. Steuerung L. Ich muss jetzt irgendwie ein wenig zurücklaufen im Dateisystem. Und zwar unter Media Keller. Hier wäre meine externe Festplatte. Die ziehe ich mir einfach hier hinein als Lesezeichen und kann jetzt dementsprechend auf meine externe Festplatte, die im Keller am anderen Rechner per USB eingehangen ist. So, ich möchte ein paar schöne Bilder haben. Dann wühle ich mich hier ein bisschen durch meine Daten durch. Und DBpix. Da suche mir einfach ein schönes Bild hier aus. Nehmen wir jetzt irgendeins, einfach nur zu Testzwecken. Ich habe noch schönere, aber
Hauptsache, ich habe da erstmal ein vernünftiges Bild als Hintergrundbild. Ja, das macht doch schon mehr her, ne? So, das war's, glaube ich. Jetzt hätte ich erstmal so ganz grob den Laptop soweit eingerichtet. Jetzt muss ich natürlich noch E-Mail-Programm und so weiter einrichten, meine ganzen Daten eingeben. Das mache ich peu à peu. Ich mache nochmal ganz kurz einen kleinen Check, ob ich wirklich alles drin habe, weil das könnte ja sein, dass man irgendetwas noch vergessen hat. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!